Danke, Herr Präsident. Ich denke, Thomas Sigmund hat im Jahre 2008 im Rahmen seines Streites mit vor allem Herrn Fasnelli von Kaufleute aktiv viel Schlechtes über die Kaufleute oder Schlechtes, lassen wir so hingestehen, über die Kaufleute gesagt. Vieles hatte mit seinem Arbeitsverhältnis zu tun, einiges auch mit der Vereinsgebarung selbst. Er wurde in diesem Zusammenhang aufgefordert, sein Anliegen dem Arbeitsrichter und eventuell auch der Staatsanwaltschaft vorzutragen. Herr Sigmund hat es vorgezogen, mit Kaufleute aktiv eine Übereinkunft mit Abfindung zu tätigen. Und zumindest damals war für ihn die Sache erledigt. Als einige Vorwürfe von Herrn Sigmund im Februar dieses Jahres über die Presse bekannt wurden gegenüber Kaufleute aktiv, hat die Verwaltung sofort die eigenen Revisoren beauftragt, die Unterlagen zum Verein Kaufleute aktiv zu überprüfen. Das Ergebnis dürfte allen Gemeinderäten bekannt sein. Im Besonderen wurde in diesem Bericht festgestellt, dass die Beitragsvergabe von Seiten der Gemeinde korrekt war. Wir haben dann alle gemeinsam hier in diesem Saal beschlossen, dass die Revisoren zu einer Vertiefung der in ihrem Bericht aufgeworfenen Fragen beauftragt werden sollten. Die Revisoren erklärten sich in ihrem zweiten Bericht dafür aber nicht zuständig und verwiesen auf die Gerichtsbarkeit. Dies entspricht auch der Meinung unserer Partei. Es wurde von der Verwaltung auch ein Maßnahmenkatalog vorgelegt, der je nach dem Gang oder den Schritten der Entwicklung verschiedene Maßnahmen vorsieht. Und in diesem Fall eben, denke ich, dass auch allen bekannt sein dürfte, sind einige Personen in das Ermittlungsregister eingetragen worden und somit greifen eben die für diesen Fall vorgesehenen Maßnahmen. Was die Beitragsregelung anbelangt, wurde auch bereits ein Beschluss gefasst, dieses Reglement zu überarbeiten. Es kann aber niemals sein, dass die Beamten der Gemeinde als Wirtschaftsprüfer tätig werden. Genauso kann es auch nicht sein, dass sich politische Vertreter an die Stelle der Gerichte stellen. Ich denke, die Gerichte werden ihre Arbeit machen und wie bereits einige Vorredner gesagt haben, der etwas falsch gemacht hat, hat dafür gerade zu stehen und wenn nötig auch die entsprechenden finanziellen Konsequenzen zu tragen. Ganz besonders antworten möchte ich der Kollegin Carbone. Jungle ist hier zwar kein Thema, aber sie hat das jetzt mit der SVP verknüpft. Ich möchte ihr sagen, dass Jungle die Neuwahl 2004, wenn Sie so wollen, war ich der einzige SVP-Vertreter. Zu diesem Zeitpunkt war ich politisch in keinster Weise aktiv, sondern ich wurde nur gefragt, ob ich Interesse hätte, im Vorstand eines Jugendzentrums mitzuarbeiten. Damals waren 8 Kandidaten, 7 neue und der vormalige Präsident. Der einzige, der nicht bestätigt wurde, war der vormalige Präsident. Deswegen waren 7 neue Leute im Vorstand, darunter auch Thomas Sigmund, den ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gekannt habe. Thomas Sigmund war damals der Einzige, der sich bereit erklärt hatte, von den 7 das Amt des Präsidenten des Vereins zu übernehmen. Also da eine Verbindung herzustellen, das ist sicher absolut nicht gerechtfertigt. Erst später habe ich mich dann entschlossen, praktisch für den Gemeinderat zu kandidieren. Aber wie gesagt, das eine hat mit den anderen überhaupt nichts zu tun. Dankeschön.